Wenn man mit einer Kamera arbeitet, gibt es einige Regeln, auf die man achten muss. Wichtig sind dabei vor allem die Kamerabewegungen. Heute stellen wir euch drei verschiedene Kamerabewegungen vor. Als erstes stellen wir euch die Fahrt vor. Bei einer Kamerafahrt muss man vor allem darauf achten, eine flüssige Aufnahme zu machen und nicht zu wackeln. Aber mit viel Übung wird dir das gut gelingen. Als nächstes kommt der Schwenk. Am schwierigsten ist hier das richtige Tempo beizubehalten. Außerdem sollte der Schwenk zu der Geschichte, die du erzählen willst, passen. Als letztes haben wir den Zoom. Schwierig ist es vor allem, den richtigen Fokus zu finden und nicht zu wackeln. Leider wirkt auch ein guter Zoom meistens unnatürlich, weil unser Auge ihn im Gegensatz zu Schwenk und Fahrt nicht selbst machen kann. Wenn du diese Regeln befolgst und fleißig übst, kannst auch du bald deine eigenen Filme drehen wie ein Profi.